Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können stehen aus einer Seifenblase. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase. In deinem Kopf fängt der Freiraum an. Wir machen da oben den ersten Schritt zu einem Aufstand. Menschen sammeln sich zusammen wie Gedanken, die sich zusammenfügen und als Kollektiv gemeinsam hier die Wahrnehmung verschieben. Die Ordnung durcheinander bringen und sie neu sortieren können wir, wenn wir die Angst vor den Gedanken mal verlieren. Auch wenn sie verwirren, wenn du dir erstmal den Kopf zerbrichst, dann schützt sich auch nicht das Visier vor deinem Gesicht. Selber denken ist geil, aber manchmal auch nicht leicht. Und es sucht sich die Bequemlichkeit schnell jemand, der die Richtung weiß. Leider zahlen wir meistens diesen Preis um unsere Fähigkeit, selbst zu handeln, und so bleibt es nur bei der Gelegenheit. Die Wand, die wir vor unserer Nase haben zu durchbrechen, die Zähne zu fletschen und den sinnlosen Gesetzen die Stirn zu bieten, die Käfigstangen zu verbiegen, den Beton aufzubrechen und die Räume, die verborgen liegen, zu nutzen, zu erkämpfen und was draus zu machen, Freiräume zu schaffen, unser Leben auszupacken. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können stehen aus einer Seifenblase. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase. Bunte Bilder bringen Farben an Kulissen, die grau sind. Wir sind zu Hause eingemietet und geduldet da draußen. Sie können die Köpfe nicht räumen und Erinnerungen auch nicht. Keiner kommt hier durch, nicht mit SDK und Blaulicht. Menschen passen nicht ins Stadtbild und werden verdrängt. Ideen werden verachtet, belächelt und bekämpft. Das geht raus an die, die sich nicht unterkriegen lassen. Schreit die Dinge nach draußen, die euch unzufrieden machen. Zeig deine Gefühle, denn sie lassen sich nicht runterspülen. Wühl in deinem Innern nach den Dingen, die dich unterkühlen. Es ist schwer, auch wenn wir uns bemühen, die vertrockneten Flächen in unserem Innern zu begrünen. Wenn wir uns abspeisen lassen und nicht über uns verfügen, uns begnügen mit den Lügen, die uns Frühling vorspielen, doch nicht blühen. Ermüden statt Häuserköpfe besetzt von Stress. Träume werden unterschätzt, Herz und Kopf schlecht vernetzt. Und du meinst, das, was du gibst, ist nur Verschwendung. Doch ohne Freiraum ist hier jeder ein sozialer Brennpunkt. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase.